Und ja, ich gucke mal gerade der erste Beitrag. Ich sehe auch schon, die Firma Fuchs ist da. Ich blende jetzt mal meine Präsentation kurz einmal ein, dass ich die Firma ADT Fuchs vorstellen kann. Die Firma ADT Fuchs macht unter anderem, hier sieht man unter den Namen die Schraubtechnik. Aber was wir ganz sehr interessant fanden, wo wir auch wieder nach Lösungen rund um die kollaborative Robotik gesucht haben, dass wir sagen, wir haben gestern schon vorgestellt, dass Kleben, Dosieren, Klebstoff auftragen, Silikone auftragen, mit kollaborativer Robotik Klebepakete. Wir haben uns auch mit dem Lackieren beschäftigt und wir haben mal geguckt, die ganzen Applikationen, welche Hauptapplikationen bei der kollaborativen Robotik können wir eigentlich bisher abbilden. Also ich sag mal, wir hatten in der Vorplanung für dieses Event sind wir letztes Jahr gegangen, eben im Herbst. Und dann haben wir uns einmal angeguckt, welche Applikationen können wir anbieten. Das heißt, wir haben natürlich die verschiedensten auch Greifer im Programm selbst. Wir arbeiten mit Firmen wie Schunk, wie Weiß Robotik zusammen. Wir können damit Handlingsaufgaben, präzise Handlingsaufgaben machen. Wir können Schleifanwendungen machen, Polieranwendungen, Schraubanwendungen. Dann haben wir geguckt, uns fehlte das Thema Kleben. Dann sind wir auf Kleben gekommen, haben dann einen dänischen Hersteller gefunden, AIM Robotics, der Kleben anbietet oder Dosiertechnik und uns ja, Kleben, Beschichten und so weiter. Und wir haben auch einen ganzen Teilbereich bearbeitet, wo wir sagen, Aufträge, also praktisch Beschichtungssysteme, Lackieren und so weiter, wo es um Explosionsschutz kommt, wo man Explosionsschutz für die Roboter benötigt. Da haben wir auch Partner gefunden, die unsere Roboter dementsprechend umrüsten, sodass wir eigentlich, würde ich schon fast sagen, alle Teilbereiche der kollaborativen Robotik mit Applikationssystemen anbieten können. Das heißt, klar, man kann natürlich an jeden Roboter alles Mögliche anbauen. Da ist auch der Anwender frei, aber vor allen Dingen in der kollaborativen Robotik ist es halt so, dass der Endnutzer, der das Gerät wirklich in Betrieb nimmt, in die Applikation integriert, fertige Applikationspakete haben möchte oder wünscht, die Plug and Play sind und in wenigen, ich sag mal, Stunden eigentlich im Betrieb, komplett in Betrieb zu setzen sind. Ja, und wie gesagt, da ist der Kontakt letztes Jahr zu der Firma ADT Fuchs entstanden. Der Herr Julian Fuchs und Herrn Schnur haben sofort zugesagt, dass sie bei dem Event dran teilnehmen und gleich auch eine Live-Demo machen. Also in der kurzen Zeit hat uns das sehr gefreut. Mitte, ich meine, Dezember haben wir gesprochen und so kam sofort die Zusage für den Februar, für die Robotik Days. Und da freue ich mich auch ganz herzlich. Ich sehe auch, der Herr Fuchs ist schon in der Liste drin. Herr Fuchs, Sie können Kamera und Mikro anschalten. Genau, ich sehe schon die beiden Lötexperten, sage ich einfach mal. Hallo, grüß Sie. Alles so genau, Technik klappt. Super. Dann würde ich das Wort einfach mal an Sie rüberreichen, dass Sie anfangen. Sie können sich vorstellen und Ihre Demo. Und ich würde mich dann einfach jetzt mal in den Hintergrund schalten, dass Sie im Vollbild sind. Und dann können Sie direkt loslegen. Ich nehme auch meine Webcam nochmal zurück und Sie haben die Präsentationsfläche. Bitte schön. Guten Morgen nochmal auch von uns. Mein Name ist Julian Fuchs. Ich arbeite bei der Firma ADT aus Nürnberg und wir machen alles, was mit Schraubtechnik, also Hand-Elektroschrauber zu tun hat, bis hin zu Robotik, kollaborierend mit mobilen Untergestellen beziehungsweise als komplette Roboterzelle. Ja, mein Name ist Hans Schnur, ich komme von der Firma Weidinger. Bin hauptsächlich zuständig für das Löten mit Robotik, programmiere die Lötstellen, die Parameter für das Löten. So. Und heute wollen wir Ihnen mal zeigen, wie das so funktioniert mit dem Löten. Wir schalten auch mal mit zwei Kameras um, dass wir da näher hinkommen. Ich hoffe, das funktioniert.
Einmal haben wir hier einen Shuttle, wo wir unsere Musterplatine eingelegt haben. Ja, die können wir jetzt einfach mal zeigen, wie das System funktioniert. Wir fahren den Shuttle rein. Über den Roboter holen wir dann die passende Lötspitze dazu. Wir haben jetzt zwei Arten programmiert. Einmal das sogenannte Schleppflöten, wo wir einfach die Pins zwischen die Backen der Lötspitze nehmen und dann über den Stecker komplett drüber fahren. Ja, vor jedem Prozess wird gereinigt. Er sucht sich die Passermarke der Leiterkarte. Das ist das sogenannte Vorführeffekt. Und das haben wir jetzt den Vorführeffekt, dass es nie funktioniert. Genau. Müssen wir einmal kurz stoppen. Also die ist. Ja. Jetzt muss auf jeden Fall noch schnell den zurückfahren. Stoppen. Okay, dann müssen wir jetzt einmal schnell ein bisschen switchen. Wir gehen rüber. Einmal, wie funktionieren die Lötkomponenten? Wir haben einmal das JBC. Das JBC Lötkopf, hier gibt es zwei Sorten für kleinere und größere Spitzen. In Verbindung haben wir eine Box gemacht, in der die komplette Steuerung, was das Löten angeht, drin ist. Einmal kurz zu veranschaulichen. Die Ansteuerung, die Programmiereinheit ist drin. Ja, das Teil ist wärmegeschützt. Das heißt, sollte es zu warm werden drin, läuft automatisch ein Lüfter an. Die komplette Sicherheitstechnik, was das Löten angeht, ist mit eingefügt. Das heißt, sollte Ihre Anlage mal drucklos werden, haben wir die Möglichkeit, über Rückschlagventile die Spitze weiterhin zu klammern, damit diese nicht rausfallen kann. Ja. Somit wird gewährleistet, dass keine heißen Teile auf Ihre Leiterkarten oder in die Anlage fallen können. Genau, das sind so die Feinheiten. Zudem ist ein Transportsystem drauf, der sogenannte Feeder, den ich über verschiedene Geschwindigkeiten fördern kann, im Bereich von 0,5 bis 1,5 mm Durchmesser Draht in verschiedenen Geschwindigkeiten zum Perforieren. Das heißt, ich steche den Lötdraht an, damit im Endeffekt das Flux nicht sich so auf der Leiterkarte verteilt. Ja. Oder man kann es auch direkt fördern, ohne anzustechen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau. Die Programmierung kann man einmal machen über RS-232 oder man programmiert es vor, dass man es im Roboter als Pedalbetrieb macht. Man sieht hier mal die Grafik der Oberfläche, wo man dann einfach hergehen kann, wenn man verbunden ist, zum Testen, zum Einprogrammieren, dass man sieht, die Temperatur zu verstellen. Man kann auch über diese Programmiereinheit, die wir dann gemacht haben, umstellen auf den Feeder. Jetzt sieht man hier zum Beispiel die Geschwindigkeit, die man da programmieren kann. Man kann ihm aber auch sagen, fördere mit der Geschwindigkeit nur eine gewisse Menge, zum Beispiel 1 cm oder 2 cm. Ansonsten könnte man es auch über Zeitglieder vom Roboter machen. Dieses System ist für alle möglichen Roboter, entweder digital oder mit RS-232 verwendbar. Das ist immer relativ allgemein und es funktioniert hervorragend. Die Lötspitze auch anmachen. Genau, wenn wir die Lötspitze anmachen.
Genau. Zur Zelle selber. Also die ist modular aufgebaut. Das sind zwei Teile, der hintere Teil hier hinten. Da sind die Steuerungen, die Steuerung vom Cobot mit eingebaut, beziehungsweise auch SPS-Geschichten. Und dieser vordere Teil hier, das kann man so bauen, wie das der Kunde haben möchte. Also in dem Fall ist es ein Shuttle-Betrieb oder man baut von vorne zwei Schubläden hin, beziehungsweise einen Drehteller, wie man das halt braucht. Oder geht gut? Geht schon? Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Es ging jetzt die ganze Zeit. Was man noch zeigen kann, also das ist jetzt ein mobiles Untergestell, wo wir in drei Teilen zerlegen kann. Also das könnte man zum Beispiel auch für Vorführungen zum Beispiel nehmen, beziehungsweise auch in der Fertigung. Also da ist dieser obere Tisch, kann ich unten mit hinbauen, der ist dann mobil zum Verwenden. Der Kollege baut gerade an der Zelle rum, dass es funktioniert. Gibt es von dem JPC nochmal die ganze Zeit? Verschiedene Bildspitzen. So, einmal kurz zu den Lötspitzen. Sie sehen hier die Unterschiede. Ich versuche es mal hinzuhalten. Ja, einmal der kleine, sag mal für einfachere Lötsachen bis 75 Watt hat der Leistung. Das funktioniert gut. Und einmal die große Spitze. Hier können wir Leistungen bis 150 Watt abrufen. Jetzt für viele Masseflächen, größere Kabel zum Beispiel zum Anlöten und so weiter. Ja, nur, dass man mal den Unterschied sieht. Das Schlepplöten, was wir Ihnen zeigen, machen wir zum Beispiel mit so einer Spitze. Sie sehen, hier ist sie geschlitzt. Hier werden praktisch die Stecker zwischen reingenommen. Ja, und man kann über die Lötstelle drüber fahren und das dann verlöten. Genau. So viel mal zu den beiden Lötspitzen. Hier sehen wir jetzt das Punkt-zu-Punkt-Löten. Ja, hier wird jeder einzelne Punkt angefahren. Wir haben eine kurze Verweilzeit zum Vorwärmen der Lötstelle. Dann wird das Zinn in der passenden Menge zugeführt und ja, haben danach, wer sich auskennt mit den Lötklassen, den Normen der IPC, in unserem Fall die Klasse 3, also die höchste Stufe, die man je erreichen kann. Danach wird die Leiterkarte ausgefahren und dann kann man von vorne einstücken. Und so, ich bestücke mir nochmal eine neue Platine und fange von vorne nochmal an. Ja, also wir laden unser Band, es fährt rein, wir holen die erste Spitze. Beim Spitzenwechsel ist es so, wir haben jetzt eine kurze Standzeit. Ist klar, wir müssen die Spitze auf Temperatur bringen.
in unserem Fall auf 360 Grad. Das dauert einen kleinen Moment. Dann wieder der Reinigungsprozess. Rohrverzinnen, das Erkennen der Leiterkartenposition, das Aufsetzen auf die Leiterkarte, fördern und verlöten. Ja. Und so kann ich natürlich ganz schnell einen Stecker verlöten. Genau. Vorteil unserer Zelle oder auch dem System mit den Löten ist, dass wir auch, wenn Sie spezielle Lötspitzen brauchen, die ohne großartigen Aufwand mit dem Hersteller JPC entwickeln, sodass dann auch für Ihr Produkt ein passendes System da ist und funktioniert. Blutrauchabsaugung ist auch mit installiert. Sie sehen hinter der Leiterkarte einen kleinen schwarzen Trichter. Hier werden die Dämpfe gleich abgesaugt, sodass Sie die Giftstoffe, die beim Löten entstehen, absaugen können. Da unten ist die Lötrauchabsaugung mit eingebaut. Hier sieht man jetzt noch einmal kurz, wie man die Genauigkeitspositionierung machen kann. Er ist jetzt gerade in der Wartezeit zum Aufheizen und zum Reinigen. Sie sehen, er schaltet um. Der Vorteil ist hier, dass wir halt sehr genau fahren können und auch die Zellengröße dementsprechend auch anpassen können. Und ja. Genau. Gut. Können wir wieder umschalten auf die andere? Gut, unsere Zellen sind natürlich sicherheitstechnisch ausgerüstet. Kollaborativ geht es natürlich mit dem Löten nicht, das ist klar, weil wir haben eine heiße Lötspitze vorne dran. Das muss ich in irgendeiner Form natürlich schützen. Dadurch, dass er die Spitze heiß ist. Und genau. Also wir haben, wenn ich jetzt was dazu sagen darf, eine Anwendung kollaborierend eingesetzt, also ohne Sicherheitstechnik, also Umhausung bzw. Lichtsensoren. Das liegt aber hauptsächlich meistens immer an den Kunden oder an der Umsetzung. Wo steht der Cobot mit dem Löten? Unsere Empfehlung ist, Löten oder Schrauben auch immer außen drumherum zu bauen. Ja, sind wir eigentlich schon durch? Gibt es Fragen dazu? Genau, ich schaue mich einfach mal dazu kurz, dass wir einfach mal ein bisschen da reingehen in die Fragen. So, jetzt bin ich auch kurz. Sollte ich zu sehen sein, genau. Ich sehe es gerade in meinem Monitorbild. War eine sehr gute, interessante Vorführung. Auch was jetzt auch mal interessant war, jetzt ist zwar am Anfang mal dieser typische Vorführeffekt gewesen, aber man sieht, wie einfach das Ganze auch mit dem Robotik zu lösen war oder wieder in Betrieb zu setzen war. Das war ja auch wichtig für die Teilnehmer, die jetzt praktisch sich das Ganze angeschaut haben. Kollaborative Robotik in Kombination mit Löttechnik, dass es gar nicht mal, schwer ist, die kollaborative Robotik.
Klar, wir haben so ein paar Fragen im Chat. Ich gucke einfach mal so ein bisschen durch, was wir so haben. Das heißt, Sie bieten einmal eine Komplettanlage, wie Sie das gezeigt haben, an, denke ich mal. Abdauern aufhalten, weil ich verstehe nichts. Jetzt höre ich Sie wieder. Ah, okay, alles klar. Es geht darum, Sie bieten also einmal, ich weiß es ja, aber Publikum kommen ein paar Fragen, einmal Komplettanlagen an, dass man sagt, ich will meine Platine löten und brauche eine komplette Zuführung, brauche den Roboter und brauche die Löttechnik, einmal Komplettanlagen, denke ich mal. Und genau. Einmal war auch die Frage, gibt es das auch als Einzelkomponente, dass ich sage, ich habe schon einen Roboter und schraube dann praktisch das Lötkit als Plug and Play davor. Das ist beides möglich, dass man das bei Ihnen beziehen kann. Genau, also wenn du, das wäre diese Steuerung beziehungsweise den Lötkopf und die Halterung. Man muss natürlich mitteilen, welchen Cobot im Einsatz ist, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Größen von den Lötspitzen, was es gibt. Es gibt zwei verschiedene Lötköpfe hier. JPC 470, das waren die großen Spitzen, die ich vorher gezeigt habe, und die 245, das waren die kleineren Spitzen. Und wir bieten ja auch an, Machbarkeit zu machen, wo wir prüfen, welche Spitze kann man verwenden, welches System vom Lötkopf brauchen wir, groß oder klein, sodass man das sehen kann, was passt rein. Genau, also sehr modular eigentlich, entweder die Komplettanlage oder nur, sagen wir mal, die Einzelteile. Und die Anbindung an den Omron-kollaborativen Roboter, das geht über digitale Ein-Ausgänge, hatten Sie gesagt, oder eine Schnittstelle. Und da gibt es fertige Komponenten, oder wie ist das dann, wenn der Benutzer das anwendet? Braucht er viel Training und so? Das sind so die Fragen jetzt, die hier kommen. Ich sag mal so, vom Löten her, wenn der Kunde es selber nicht weiß, dafür gibt es ja den Herrn Schnur von der Firma Weidinger, Temperatur muss man natürlich feststellen, also das ist beim Löten wichtig, beziehungsweise auch, wie viel Zinn ich noch benötige bei der Lötstelle. Vom Ansteuern her ist es eigentlich relativ einfach, das ist ein Signal, wo der Roboter an eine Position hinfährt und da machen wir dann die Lötspitze an oder beziehungsweise aus. Okay, genau. Dann war es eine Frage aufgetaucht, da geht es um das, jetzt hat jemand Proof of Concept, also Testung der Lötung. Jetzt hat einer eine Platine, es gibt ja, ich sag mal, ich komme früher auch mal in der Ausbildung, das Ganze gelötet, weiß, wie eine professionelle, sag mal jetzt, Lötzelle, automatisiertes Lötbad funktioniert. Und jetzt hat man ja, ich sag mal, Bauteile oder ich sag mal, die müssen mehr erhitzt werden, größere Pads, die gelötet werden müssen. Und Sie, da kann man auch bei Ihnen, ich sag mal, Machbarkeitsstudien machen oder wie machen Sie das? Kommen Sie beim Kunden vorbei oder wird es bei Ihnen gemacht, dass man die Platine einschickt und Sie machen dann einen Test und der Kunde kriegt ein Video? Wie sieht das dann aus, wenn es dann ums wirklich Löten geht? Geht das? Welches System muss ich nehmen? Also es ist so, Sie haben ja die mobile Einheit gesehen, mit der sind wir auch unterwegs, wo wir in Erstkontakt zum Kunden hinfahren. Wir können mal die Leiterkarte pro forma auf unserem kleinen Tisch aufbauen, fahren mal mit dem Lötkopf hin, schauen, welche Spitze passen. Klar, an dem Tag wird man jetzt keine hundertprozentige Lötstelle bekommen. Ja. Und dann macht man die weitere Vorgehensweise, ist dann so, dass ich Material zugeschickt bekomme, mache dann eine Machbarkeit mit der passenden Spitze. Der Kunde kriegt ein Video, die Erklärung dazu, auch die Parameter, die eingestellt worden sind, weil je nachdem, manche sagen, ich darf nicht mehr wie 350 Grad auf der Lötstelle haben oder die Umgebungstemperatur auf der Leiterkarte darf einen gewissen Wert nicht überschreiten. Das versuchen wir da alles auszumitteln und können dann nachsagen, okay, wir können es auf jeden Fall löten. Und jetzt müssen wir uns über die Zelle unterhalten. Wie führen wir zu? Wie sieht der Prozess davor und danach aus? Also das fließt da alles in dieser Machbarkeit dann mit ein. Ah, okay, das ist sehr gut. Und dann direkt der Kontakt, denke ich mal. Klar, jeder hat jetzt die Firma oder im Vorspann gesehen. Ich denke mal, dann am besten über ihre Internetseite, über Kontaktformular, sie einfach antriggern. Telefonnummer steht auch, so sind wir auch in Kontakt gekommen. Und denke ich mal, ist eigentlich das Beste, kurz ADT Fuchs in die Google-Maschine einzugeben, dann auf Kontakte, Internetseite, Kontakte zu gehen. Das wird das Beste sein. Genau. Ja. Genau. Passt soweit. Ich gucke gerade mal nochmal,
kann ein paar Sachen hier. Die Position der Platine, jetzt war sie ja fest eingespannt, kann man die Platine auch über die Kamera suchen, war eine Frage des Roboters, kann man die auch aktiv nutzen, die Kamera, obwohl jetzt sag mal, es ist ja da einmal das Löt-Applikationspaket montiert, aber ich kann auch mit Kamera die Platine suchen anhand der Marken, funktioniert das oder haben Sie das auch schon umgesetzt? Ja, also wir haben, jetzt halte ich das mal in die Kamera ein bisschen näher rein. Ja, also hier drüben, muss ich näher hin? Nee, so jetzt. Nee, passt, ich sehe es. Gut. Also da haben wir auch Passermarken drauf. Es kann ja immer noch sein, dass die Platine an sich gleich groß ist, aber es sind drei Stecker zum Beispiel drauf oder ich muss nur auf einer Seite zum Beispiel löten. Also man kann immer die Kamera verwenden, ob mit den Landmarks oder über Passermarken oder über eine Optik zum Beispiel. Alles machbar. Robot. Genau, das war's. Und ich denke mal auch dadurch, dass das, ich sag mal, die Dämpfe des Löten ist einmal, das sind selber was absondert. Und das Flussmittel, das abgesaugt wird, wird die Kamera auch nicht bei längeren Prozessen, wird auch nicht verschmutzen, die Linse und so weiter. Das ist alles dementsprechend gesichert, dass man da auch nichts, dass es sozusagen mehr oder weniger ewig läuft. Das war jetzt auch noch die Frage oder der Einwand von manchen. Ist das denn wirklich so? Muss ich die Kamera, die Linse dann reinigen? Wie sieht das aus? Also der Lötdraht ist immer schwerer. Der fällt immer ab. Wir saugen auch von unten ab. Also die Kamera ist vom tatsächlichen Löten, ist jetzt geschätzt irgendwo 15, 20 Zentimeter entfernt. Das ist es nicht wie beim Inspektionssystem, wo ich nah mit der Linse, mit dem Lötkolben bin, da kann es sein, dass man da die Linse mal sauber machen muss. Aber jetzt in diesem Fall ist noch nicht vorgekommen. Nein, also wir haben jetzt Anlagen, die laufen im Dreischichtbetrieb schon seit gut 2 Jahren und da war noch nie die Kamera verschmutzt oder das Schutzglas, was drunter ist. Ja, also, genau. Da gab es noch nie Probleme damit. Genau. Genau, ist ja immer ein Schutzglas dabei und also davor und klar, nee, passt. Dann geht es nochmal um das Lötspitzenwechseln. Haben Sie ganz, ganz kurz noch angetastet, vielleicht nochmal einfach zu zeigen, diese Wechsel, Sie können die Lötspitzen wechseln, so wie ich es auch gesehen habe, automatisch wechseln sogar. Da war noch die Frage, ob man das nochmal größer sehen kann oder einmal nochmal den Zoom drauf hat, wie die Wechselstation aussieht. Das haben die, das war jetzt ein bisschen schlechter zu sehen. Vielleicht einfach nochmal zeigen, kurz was zu der Wechselstation erklären. Wird die Kamera wieder umgestellt. Genau, passt. Das jetzt mal. Also das ist die Wechselstation. Ja, diese wird mit Druckluft beaufschlagt. Da kann man auch mehrere in die Anlage reinmachen. Die wird einfach nur geklammert. Dann ist die fest in der Halterung drin. Ja, jede Spitze hat eine Markierung, eine Gleichrichtung. Und das kann man hier unten ausrichten. Ich weiß nicht, ob Sie es halbwegs sehen. Da ist ja die flache Kante, das ist dann eingeflacht. Ja? Die ist dann immer in der gleichen Position eingehakt. Dann kommt die Druckluft, es macht zu. Jetzt ist die fixiert, der Kopf fährt drüber, schnappt sich die. Und damit kann ich jetzt mit mehreren Spitzen fahren, wie man es jetzt in unserem Modell gesehen hat. Einmal ja, zum Schleppen, einmal zum Pinlöten. Oder wir haben auch Kunden, die haben 3 Stück von den Teilen drin, weil sie mehrere Produkte haben, wo sie unterschiedliche Spitzengrößen brauchen, ob es jetzt eine Meißelspitze ist oder welche, die eingekerbt sind. Und die Position programmiere ich ihm, für welche Lötstelle braucht er welche Spitze. Und ja, der wird einfach nur verschraubt und das war's. Also mehr muss man da nicht machen. Einmal von hinten, dass man sieht, mit den Druckluftanschlüssen. Und dieser Wechsler wird dann auch über unsere Box, ja, da ist die ganze Peripherie drin mit den elektropneumatischen Ventilen, so angesteuert, ganz normal über einen digitalen Ausgang öffnen, schließen, was man gerade braucht. Ja, okay, das ist relativ einfach. Ja. Dann war noch eine Frage, Lötspitzen, irgendwann gibt es ja einen Verschleiß und so weiter beim Löten. Gibt es da eine Verschleißerkennung oder ist es einfach so, dass man sagt, nach so und so vielen Lötzyklen wechselt man die entsprechend die Spitze?
Also es ist so, es gibt die Rückmeldung von der Steuerung von JPC, wenn die Spitze kaputt ist. Das heißt, wenn sie wirklich durchgebrannt ist, wie auch immer. Bei vielen Kunden fahren wir Tests und schauen im Schnitt, wie lange hält die Spitze. Dadurch, okay. dass der Roboter immer gleich fährt, also nicht wie beim Handlöten, dass ich mal die Spitze andersrum drehen kann, hat diese Spitze immer die gleiche Belastung. Ich vergleiche das, ja, wenn Sie jetzt fragen, wie viele Lötstellen kann man denn machen mit so einer Lötspitze, kann ich es Ihnen nicht sagen. Also ich habe Kunden, je nach Einsatzgebiet, je nach welchem Lotdraht, welches Flussmittel drin ist, es gibt da verschiedene Klassifizierungen, manche sind schärfer von der Säure her, manche ein bisschen sanfter. Und ich habe Kunden, die schaffen 1000 Lötstellen mit einer Spitze. Ich habe aber auch Kunden, die machen 45.000 Lötstellen mit einer Spitze. Also die Spanne ist ziemlich groß und im Vorfeld ist es echt schlecht zu sagen, sie machen auf jeden Fall 20.000. Das kann ich nicht sagen. Also es kommt auch auf die Anwendung drauf an, natürlich auch auf die Temperatur der Lötspitze. Ja, wenn ich natürlich viel Massefläche habe und muss die ständig zum Beispiel mit 450 Grad beaufschlagen, wird die Spitze wahrscheinlich nicht ganz so lange halten, wie wenn ich nur mit 350 Grad arbeite. Ja, genau. Das, also wie gesagt, kommt auf die Applikation, auf die Applikation an. Sie testen das ganze System vorher und können dann eine Aussage machen, wann die Lötspitze gewechselt werden muss. Also Sie gucken sich jede Applikation im Einzelnen an und beurteilen die dann entsprechend. Ja, man kann dann einen groben Vorschlag machen, was weiß ich, wir fangen an bei 18.000, dann schauen wir uns die Spitze an, wie sieht sie aus, ist die Legierung schon aufgebrochen, wie auch immer, je nach Verschmutzungsgrad, und dann kann man das ja entweder hochsetzen, wenn ich sage, okay, wir machen nochmal 5.000 Stellen mehr, oder ich sage, okay, ich muss runter. Ja, das sind so die Einfahrungsgeschichten. Genau. Und ich denke auch mal eine Lötspitze, jetzt ist sowieso ein Verschleißteil, aber ist auch nicht so kostenintensiv eine Lötspitze. Da kann man die auch regelmäßig mehr oder weniger wechseln oder wie heißt es, auch nicht den maximalen Zyklus ausnutzen, den man dann ermittelt hat. Denke ich mal, dass man so in der Praxis auch macht. Genau. Also zu den Handlötspitzen ist da nicht viel um das mal so zu sagen. Und mit dem Robot fahren wir auf jeden Fall mehr Lötstellen an, wie es jemand mit der Hand kann. Ja, genau. Also ich kenne es noch von der Ausbildungszeit, ist aber schon zig Jahre her, glaube ich, über 25 Jahre her. Da mussten wir auch Platinen in Elektronik bestücken, also per Hand für Testgeräte. Und ja, und man sieht auch dann, sowas wäre damals schon eine Erleichterung gewesen, ein kollaborativer Roboter, der automatisch löten kann. Frage noch mal so ein bisschen noch weiter aus dem Chat. Das ist auch so, geht auch eigentlich in Verschleiß und Überwachung. Es geht über die Temperaturüberwachung des Systems. Gibt es da, kann man da diese Daten auslesen, um im Traceability-System oder die Daten im Betriebsdatenerfassungssystem zu hinterlegen? Kann man aus der Steuerung Daten dann entsprechend auslösen oder wie wird das gemacht oder wie ist es die praktische Erfahrung, was Sie bis jetzt gesehen haben, was gemacht wird? Also aus der JPC-Komponente kann man zwar aus der Grafik raussehen, was er gerade macht, aber ich kann diese Daten nicht wegspeichern. Ja, das ist wie bei einem Standard-Handlötkolben, wo ich dann mir anschauen kann, wie sind die Leistungen. Ich habe jetzt Tests schon gemacht, wo ich nach jeder 100. Lötstelle die Temperatur überprüft habe. Also ich habe eine Temperatur für die Lötspitzen im Messgerät fest positioniert, bin mit einem Roboter hingefahren. Und jeder, der lötet, weiß, wenn ich die Lötspitze mit der Hand überprüfe, das ist so eine Art Federmechanismus, ne, mit Verzinnung, drücke ich mehr, drücke ich weniger, habe ich mehr Zinn, habe ich weniger Zinn drauf, habe ich andere Temperaturen. Das habe ich ja beim Roboter nicht, weil das ist das Schöne bei der Robotik, ich habe immer alles gleich und konnte keine Abweichung in dem Sinne feststellen, außer sie war wirklich kaputt. Ja, dann hat man die Abweichung, ansonsten sind die Lötspitzen temperaturstabil. Und ich kann in der Programmierung im Vorfeld, wenn ich eine neue Spitze nehme, natürlich hergehen, die Serie, wenn ich eine neue Chargennummer kriege, einmal kurz überprüfen, könnte den Adjust einstellen, wie im Handlötsystem auch. Und dann sind wir bis auf 2-3 Grad sehr temperaturstabil unterwegs.
Genau, und ich denke mal, das war auch ein wichtiger Hinweis insgesamt bei den Prozessen, Prozessoptimierung, auch um Roboter allgemein, wenn man Roboter einsetzt. Der Roboter macht es halt immer identisch sozusagen und dadurch erhöht man halt auch die Qualität und so weiter, als wenn man das per Hand machen würde. Und natürlich auch, denke ich mal, halt Arbeitserleichterung. Man hat gerade gesehen, Ihre Testplatine hatte mehrere, ja, ich sag mal, Einzelstellen, die gelötet werden, wenn man sich vorstellt, jetzt hat man einen Werker, der davor ist und jeden Tag im Akkord die 8 Stunden lang das löten müsste. Einmal lässt die Qualität des Mitarbeiters nach, hat man einmal die Problematik und ist natürlich, wie gesagt, eine recht anspruchsvolle Aufgabe, kleine Lötpads und ich sag mal, da kann man auch den Mitarbeiter mit der Robotik entlasten. Ja. Ja. Wie sieht das denn generell aus in diesen Bereichen auch? Elektronikindustrie, findet man überhaupt noch genug Fachkräfte, die, wo man jetzt diese Handlötung macht? Es gibt ja diese eher Kleinserien, ich sag mal, es müssen mal 100, 200 Platinen gelötet werden. Gibt es da überhaupt, das hatten wir eigentlich in den letzten beiden Tagen gesehen, sind da überhaupt noch genug Fachkräfte da oder angelernte Kräfte, die sowas übernehmen oder suchen auch schon diese Betriebe im Bereich Löten, stellen die auf die Automatisierung um? Wie sieht das da aus? Ja, also ich war jetzt erst die letzten 2 Wochen wieder bei Kunden unterwegs und da geht es wirklich darum, die Stückzahlen steigen, ja, trotz der Pandemie, die produzieren ohne Ende, denen gehen die Leute aus. Ja, manche Produkte, wo vorher mit 1-2 Leuten gelötet worden müssten, setzen sie gerade 6 Leute ein, die sie irgendwo anders abziehen, die fehlen. Ja, mhm. Da kommt man dann schon rein, können wir da was machen, kriegen wir das gelötet mit dem Roboter? Ja, also die Erfahrung haben wir jetzt, also bei den Firmen, die ich jetzt war, muss ich das auch bestätigen, dass auch aufgrund der Löter das halt so ist. Und vor allem, je nachdem, welche Unternehmen das sind, kriegen die Frauen und die Männer eine Lötschulung. Ja, du brauchst Zeit dafür, diese auszubilden. Und wer noch nie gelötet hat und das erste Mal einen Lötkolben in der Hand hat, ist schwierig, dann danach diese Qualität zu bringen. Ja, gerade wenn ich jetzt Richtung Automobilindustrie oder Medizintechnik denke, da muss es halt funktionieren. Die Lötstelle muss passen, die muss da sein, die Verbindung muss funktionieren. Und da setzen dann viele um und sagen, so, können wir das mit dem Roboter bzw. mit einem automatisierten System in irgendeiner Form gewährleisten. Ja, so genau. Das haben wir bei anderen Applikationen auch da die Erfahrung gemacht. Ähnlich Lackierbereiche, da ist es eigentlich auch so, dass die Mitarbeiter im Lohnlackierbereich, ja, werden die Mitarbeiter auch angelernt, aber es ist auch so, es fehlen einfach die Fachkräfte oder die Leute, die diese Aufgabe übernehmen wollen. Und man sieht halt, Robotik ja, ist eigentlich ein Muss, also hier in Deutschland auch oder weltweit mehr zu automatisieren, weil uns halt Fachkräfte fehlen. Das spiegelt sich da eigentlich wieder. Dann haben wir hier noch so eine eher technische Frage. Können Gerber-Files für die Programmierung genutzt werden? Ich glaube, da geht es darum, Gerber-Files sind für die Platinen-Files, wo die Punkte sind, um die Punkte anzufahren. Gibt es Möglichkeiten oder muss man alles teachen? Wie gehen Sie da vor in der Praxis? Wird alle jeder Punkt geteacht? Oder haben Sie auch die Möglichkeit, irgendwelche Files einzulesen, dass der Roboter dann dorthin fährt? Ich weiß, oder im gestrigen Fort oder am ersten Tag unserer Robotik Days haben wir einmal Robotica, ein Simulationstool vorgestellt. Da kann man auch Files einlesen, Pfade generieren oder Punkte an den Roboter direkt überspielen, dass man die nicht alle teachen muss. Das wäre eine Möglichkeit. Wie machen Sie es in der Praxis? Auch mit Robotica oder beziehungsweise dann tatsächlich Punkt zu Punkt. Also man nimmt das, was ich jetzt zu der letzten Frage noch dazu sagen wollte, es ist ja eine integrierte Kamera. Also wenn ich einen Universalhalter mache, wo ich verschiedene Platinen auch einsetzen kann, auch wenn ich mal eine kleine Stückzahl habe von 10 oder vielleicht nur von 50, da kann ich den einfach hinlegen. Der Cobot erkennt, was liegt da, nimmt seine passende Lötspitze und arbeitet sein Programm ab. Aber wir haben es jetzt aus der, oder bei den Projekten, was wir schon umgesetzt haben, tatsächlich Punkt zu Punkt sind wir die Lötstellen angefahren, weil es einfach schwierig ist, pauschal zu sagen, in welchem Winkel ich mit der Lötspitze fahren muss. Da über eine Datei oder über eine Zeichnung zu gehen, ist schwierig.
Genau, vielleicht im ersten Zuge, dass man erstmal grob die Punkte hat, wo die, dass man nicht jeden Punkt fein an, also grob anfahren kann, dass diese alle drin sind und dann kommt es dann wirklich auf die, wie wir schon sagten, auf die Lötstelle an. Wie stelle ich den Roboter den Winkel an? Lötkolben ist ja immer so ähnlich wie beim Schweißen. Guckt man ja, geht man auch nicht gerade auf die Stelle drauf, sondern Kehlnähte und sowas gibt es ja beim Schweißen. Das stelle ich ja auch, ja, ich sag mal, in einem gewissen Winkel an. Und hier ist es dann beim Löten genauso, dass die Feinarbeit wirklich durch einen, sagen wir mal, Experten gemacht werden muss, der das direkt beurteilen kann, das Verfahren. Also jetzt nur mal noch dazu, wenn ich jetzt unsere Musterplatine nehme, mit den vier Punkten, die wir Punkt zu Punkt löten, ja, dieses Programm, die Punkte anteachen, 4 Minuten. Ja, die Hauptzeit, die man eigentlich beim Löten braucht, ist wirklich die Einstellung, Temperatur, Verweilzeit zum Vorwärmen der Lötstelle. Wie viel Zinn kann ich zuführen? Muss ich vielleicht in mehreren Stufen Zinn zuführen, dass ich erstmal einen Schuss drauf bringe, um eine größere Wärmeübertragung herzubringen, um die Oberfläche durch das Zinn zu vergrößern und schieße dann nochmal einen kleinen Schuss nach. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe und das ist das. Klar kann ich die Punkte grob vormachen, trotzdem muss ich jeden einzelnen Lötpunkt nochmal genau kontrollieren, sitzt meine Spitze richtig, bin ich im richtigen Winkel dran. Jede Lötstelle, auch wenn die gleich aussehen, ja, sind nicht gleich. Und das ist eigentlich der Punkt. Das Schlepplöten zum Beispiel, das sind zwei Punkte, die ich einteache, gebe ihm die Geschwindigkeit vor und dann ist die Hauptaufgabe wieder das Einstellen, die Zinnzufuhr zur Fahrgeschwindigkeit und Temperatur. Das sind eigentlich die Hauptaufgaben beim Löten. Das Anteachen der Punkte, das ist, ich hatte einen Kunden, der hatte 80 Lötstellen drauf. Das war in 1,5 Stunden programmiert, also nur die Punkte angeteacht. Ja, das ist jetzt keine großartige Zeit, aber die meiste Zeit war dann wirklich jeden Punkt wie Temperatur, Zinnzufuhr und so weiter. Also das muss man da ein bisschen unterscheiden. Also die Parametereinstellung vom Löten, damit steht und fällt das automatisierte Löten. Genau, alles klar. Dann haben wir eine Frage aus dem Chat. Da geht es darum, auch um die Lötstelle selber zu prüfen. Ist richtig gelötet worden? Ist da wirklich Zinn drauf? Wird da die interne Kamera eingesetzt bei Ihren Applikationen oder haben Sie nochmal ein externes Prüfmodul oder können Sie ein externes Prüfmodul montieren? Wie machen Sie das dann in der Praxis? Also mit der integrierten Kamera vom Cobot würde ich sagen, jein. Man sieht, dass da was ist, aber ob das eine gute Lötstelle oder eine schlechte Lötstelle ist, dafür ist die Kamera auch nicht da. Also die ist mehr für Positionierung von Cobot da. Da würde ich immer mit einer externen Kamera arbeiten, wo ich einfach auch die Entfernung nicht so weit habe. Also die Einfuhrkamera hier an der Stelle, dass ich da irgendwo, ich sag mal so 2 bis 5 Zentimeter von der Lötstelle auch weg bin, macht mehr Sinn. Genau. Also würde ich auch empfehlen, gut, dass Sie es erwähnt haben, zum Beispiel, wir haben auch extra Vision-Systeme. Klar, am Roboter, an unserem Omron TM ist ein Vision-System. Klar, Lageerkennung geht super. Gewisse Qualitätsmerkmale kann man auch erkennen. Aber klar, wenn es darum geht, wirklich Lötstellen zu erkennen oder auch, ich sag mal jetzt bei anderen Materialien, Kratzer auf glänzenden Oberflächen, haben wir speziell auch Vision-Systeme im Angebot, unsere FH-Controller-Baureihe. Und damit kann man qualitätssichernde Maßnahmen machen, auch so eine Qualitätssicherung natürlich mit irgendeinem MES-System zu verbinden und so weiter. Da würden wir auch empfehlen, wenn es darum geht, allgemein, falls einer der Zuschauer jetzt Lötpunkte kontrollieren will, aber auch vielleicht andere Oberflächen kontrollieren will, haben wir spezielle Kamerasysteme. Wir haben spezielle Tools dahinter gesetzt. Wie gesagt, das beste Beispiel ist eigentlich glänzende Oberfläche Kratzer. Haben wir spezielle Tools, um diese Kratzer in glänzenden metallischen Oberflächen zu erkennen und auch bestimmte Sachen, zum Beispiel wenn es um glastransparente Bauteile geht, auch in der Pharmaindustrie, was wir zum Beispiel haben, ist auch, wenn man sich jetzt, Impfung ist in aller Munde, die Impfdosen werden in spezielle, ich sag mal, Glasfläschchen abgefüllt. Da haben wir auch Vision-Systeme, die praktisch solche, einmal praktisch die Etikettierung gucken und gucken auch nochmal, ob Verunreinigungen da sind. Also da auch nochmal, wenn es um speziellere Aufgaben geht, können Sie uns auch direkt ansprechen als Omron. Da haben wir eigentlich alles
da. Dann haben wir das eigentlich auch die Frage, gucke ich mal weiter, da haben wir noch zwei weitere Fragen, da kann ich so ein bisschen auch drauf eingehen und Sie natürlich auch nochmal da. Jetzt ist es uns ja allen klar, oder Sie haben es auch gut benannt, ja, ich sag mal, wir haben eine heiße Lötspitze, jetzt ist es ja schwierig, das wirklich kollaborativ zu machen, weil ich sag mal, bei der geringsten Berührung verbrennt sich eigentlich schon einer, naja, es ist sehr heiß, verbrennt sich einer die Finger, ich sag mal, wenn er da im Bereich ist. Und die Lötspitze ist natürlich relativ spitz. Und da ist jetzt auch die Frage, lohnt es sich dann, wieso setzt man dann Cobot ein? Ist es überhaupt sinnvoll, da noch ein Cobot einzusetzen? Wo liegen die Vorteile? Ich würde mal kurz drauf eingehen. Von meiner Seite sieht es eigentlich so aus, klar, ich habe jetzt einen Zellenschutz, hier ist ein Schutzzaun drum oder vielleicht auch ein Lichtgitter oder ein Laserscanner. Also einmal, es steht da sowieso nicht, der Mitarbeiter soll ja nicht komplett, also die Zeit während der Roboter arbeitet, neben der Zelle stehen. Wir haben Mitarbeitermangel, das heißt, vielleicht belädt er einmal die Zelle, bringt wohl die neuen Platinen ab oder die gelöteten Platinen ab, bringt neue hin in ein Magazin oder sonst wie. Und der große Vorteil des Cobots liegt halt immer noch in der einfachen Programmierung. Also es ist einfacher zu programmieren wie jeder Industrieroboter. Wir hatten es eigentlich auch gestern schon, dass wir gesagt haben, da war das BBZ Mitte da, die bieten unter anderem auch Schulung für Robotersysteme an, Industrieroboter und für unsere kollaborativen Roboter. Und wir bieten natürlich als Omron, als Hersteller der Systeme, auch die verschiedenen Schulungen an. Sie als ADT Fuchs bieten Schulungen an. Und wir haben zum Beispiel bei einer Komplettschulung für den kollaborativen Roboter, haben wir 2,5 Tage angesetzt. Das heißt aber, diese 2,5 Tage, da lernt man wirklich alles, um auch Systembausteine zu entwickeln. Alle Vision Tools, die der Roboter hat, lernt man kennen. Und wir haben dann nochmal den halben Tag gemacht, Kommunikation zu Fremdsystemen und so weiter. Und letztendlich, ich sag mal, um den Roboter zu beherrschen, auszupacken und ich sag mal, wenn es einfache Sachen sind, wie vielleicht eine Lötstelle anfangen. Wir haben 12 Schulungsvideos. Praktisch, wie packe ich den Roboter aus? Wie schließe ich den an? Und da ist es halt, jeder kann mit 12 Schulungsvideos eigentlich den Roboter schon im Grunde bedienen, kann auch eine ganz kleine, einfache Vision-Aufgabe machen. Und da liegt halt immer noch der Vorteil in der kollaborativen Robotik. Es ist halt sehr einfach gemacht. Also ein grafisches Interface, was wir bereitstellen für den Nutzer, also den Roboter für jedermann, ähnlich wie ein Handy zum Beispiel. Und ich sage mal, beim Industrieroboter, wenn wir gucken, wir haben auch Industrieroboterbaureihen. Das ist natürlich eine komplexere Sprache. Ich habe noch ein paar mehr Möglichkeiten mit der Sprache, aber da dauert schon eine Grundschulung, ich sage mal, 4 Tage. Also man sieht, ist schon wesentlich länger. Das ist erstmal die Grundprogrammierung, dass ich alles habe. Nochmal einen halben Tag für den 6-Achs-Roboter. Und wenn ich ins Vision einsteige und flexible Zuführungssysteme, sind das auch nochmal 2 Tage. Und ich sage mal, man hat auch nicht mehr die Fachkräfte, die programmieren. Von daher ist es ein Vorteil, einen kollaborativen Roboter zu nutzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, das ist unsere Erfahrung oder so, wie wir das sehen. Wie sehen Sie das mit kollaborativer Robotik oder mit dem Omron TM-Roboter im Bereich der Löttechnik? Wir können das jetzt ganz kurz machen. Ja, wir stimmen zu. Ja, also ich habe jetzt vorhin meinem 12-Jährigen den Musterroboter hingestellt in deinen Wagen zu Hause im Homeoffice, habe ihm 1/4 Stunde erklärt, wie er die Punkte macht. Ja, 20 Minuten später hat er mir zugewunken und SOS mit dem Licht von der Kamera gesendet. Also easy going. Also ich kann es nur bestätigen. Genau, und das sind eigentlich die besten Beispiele, wie sie es gerade erwähnt hat. Ihr Sohn hat es programmiert, auch von unseren Kollegen waren auch in unserem Office in Dortmund mal die Kinder da, haben auch mal an dem Roboter rumgespielt und ich sag mal, nach kleiner Einführung und Erklärung kam halt solche Effekte, dass die Kinder sofort eine Aufgabe gelöst haben in relativ weniger Zeit. Und das zeigt eigentlich, dass man selbst spielerisch das System erlernen kann. Und das ist natürlich was ganz anderes zum Industrieroboter. Und klar, es ist dann noch einmal die Sicherheitstechnik, klar, in diesen Prozessen einzusetzen. Aber ich sag mal, kann man eine einfache Schutztür nehmen, vielleicht ein Lichtgitter, einen Laserscanner. Haben wir auch im Angebot, können wir auch beraten zu der Sicherheitstechnik oder natürlich auch die Firma ADT Fuchs kann auch in diesen Bereichen entsprechend beraten. Gut, das waren alle Fragen. Unsere Chatbox ist leer, sehe ich gerade. Wir liegen auch gut in der Zeit. Das passte mit den Fragen und Antworten alles. Wir haben 9.58 Uhr. Bis 10 sollte der Beitrag terminiert gehen und das passt eigentlich so. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Vorführung, für das interessanten Einstieg in die Löttechnik. Eine Frage kommt jetzt noch mal kurz rein, sehe ich gerade.
Da geht es, ab wann, wo ist denn der Einstiegspreis? Jetzt kann man natürlich sagen, komplette Zelle oder so, aber so für so ein Lötmodul, was kostet mich das? Ich weiß, der einfachste Lötkolben kostet vielleicht im Baumarkt 20 Euro, vielleicht ein professioneller 150. Wo liegen wir denn da bei so einem System? Also die Einheit jetzt Löt, sieht man das? Ja. Die Einheit, die Halterung, der Lötkopf, die JPC-Box, nenne ich es jetzt mal, wenn sie irgendwo zwischen 9.000 und 11.000 Euro liegen. Also es kommt aber einfach darauf an, welche Lötspitze, welche Leistung brauche ich an der Stelle. Ja, und dann ist es Plug and Play anschließen und die ganzen Punkte halt anfangen. Bei der Roboterzelle, da würde ich jetzt eher mal so, wie sie jetzt da steht, aber da ist der Cobot mit drin, mit Lieferung beim Kunden vor Ort, jetzt in diesem Fall mit dem Shuttle-System, wenn sie irgendwo zwischen 50.000 und 70.000 Euro liegen. Tatsächlich einfach auf die Anwendung. Genau. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich, wenn man guckt, das Grundmodul, ich sage einfach mal 10.000 Euro, der Einstieg, ich kaufe mir einen Roboter und dann kann ich auch mal gegenrechnen. Ich habe kein Personal. Was kostet mich Personal die Stunde? Und ich denke mal, dass wenn man eine einfache Anlage sich selber baut, harmonisiert sich der Return of Invest tritt relativ schnell am halben Jahr ein, würde ich mal sagen, bei den Preisen. Okay, das war auch wirklich die letzte Frage. Vielen Dank für den guten Beitrag. Und ich sag mal, wir telefonieren sowieso noch mal später die nächste Woche zusammen. Und vielen Dank. Gerne. Danke. Servus. Ciao.